Hallo, ich bin Gerhard, der Neuland-Lotse und heute mal nicht im Studio, sondern am Ort des Geschehens, am Balkon. Weil es geht um Balkonkraftwerk. Ich will um die kurz sagen, was es im Video geht. Also zum einen nochmal besten Dank an Christian Kuhlmann, der hatte eine ganz tolle Idee, die ich auch aufgegriffen habe, komme ich gleich im Video zu. Und dann möchte ich jetzt die Komponenten vorstellen, die ich mir bestellt habe und erklären, warum, also welche Grundlagen, welche Berechnungen ich da selber angestellt habe. Und dann geht es ums Bauen. Das ist eigentlich alles. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann läute die Glocke bzw. klick den Abo-Button und läute dann die Glocke. Und worum es jetzt aber konkret geht, ich möchte dir die Dinge im Detail vorstellen. Also, Grundlage war die, habe ich ein Video zu gemacht, hier oben kannst du dir angucken. Ich wollte einfach meine Videos aus Solarstrom machen, also nachhaltige Groovies sozusagen. Damit ich jetzt dahin kam, habe ich mir jede Menge Videos angeguckt und da will ich kurz mal danken. Da sind vor allem Andrea Schmitz, übrigens Glückwunsch nochmal zum Doktortitel, muss man auch erstmal packen, jetzt in der Corona-Zeit. Dann Florian Heisen, natürlich Holger Laudelei, kennen ja auch alle, beziehungsweise Dennis Wittus, Stephen Julien auch. Also es sind eine Menge Videos, die ich mir angesehen habe, die mir weitergeholfen haben und die mich letztendlich dahin geführt haben, zu dem, was ich jetzt geholt habe, was ich jetzt gebaut habe. Grundidee, wie gesagt, Akkus laden für die Videoproduktion. Also wäre eigentlich nichts einfacher als Solarpedals aufhängen, Wechselrichter dran packen und gut ist. So, dann habe ich aber nur Strom, wenn Strom da ist, weil diese Wechselrichter, die müssen ja so ausgelegt sein, sieht man ja auch in anderen Videos immer, dass die halt keinen Strom liefern, wenn das Haus keinen Strom hat. Das wäre für mich aber schlecht, weil wenn ich eine Kamera brauche, weil ich Berichterstattung oder sonst was machen will, dann brauche ich auch Notstromversorgung. Notstromversorgung und gleichzeitig Hauseinspeisung geht ohne weiteres nicht, automatisch schon gleich gar nicht, wahnsinnig teure Systeme, will ich jetzt auch nicht, brauche ich auch nicht. Also habe ich recherchiert, habe gesucht und das stand dann komischerweise in keinem dieser Videos oder kam in keinem dieser Videos vor, wie man das Ganze auch splitten kann mit zwei Wechselrichtern. Ich habe da eine Seite zu gefunden, ich zeige das mal, die verkaufen das als Erweiterungsset. Und da dachte ich mir, okay, das ist eine schlaue Idee, das gehst du auch mal an. Also, zunächst mal baue ich das so aus, als wäre es eine Inselanlage. Das heißt, ich habe meine vier Panels, und die haben jeweils 100 Watt. Solarpanels ist nicht viel, aber mir reicht das erstmal. Die gehen dann in Solar-Laderegler rein. Also hier jetzt ein Smart Charge Controller. Das heißt, da kann ich dann auch über Handy alles einstellen, die Ladezeiten und so weiter und so fort. Tiefentlagung, muss ich jetzt nicht alles im Detail drum, aber das geht hier rein. Das Ding ist nämlich dafür da, damit die Solar-Akkus, also die Batterien, richtig vernünftig geladen und entladen werden. Das sind jetzt zwei Stück davon, habe ich. 12,8 Volt, 40 AH. Das heißt, wenn du das mal eben doppelst, weil 12,8 parallel geschaltet, hast du halt eben deine, in Reihe geschaltet, hast du eben halt deine 25,6 Volt, das mit 40 AH, dann bist du roundabout beim Kilowatt. Ungefähr, was das Ding liefern kann. Du hast die Panels zwar noch nicht reinpowern können, aber was es ungefähr liefern kann. Das Ganze geht dann in einen Wechselrichter, ja, kennt man so, ne? Und schwupps ist die Inselanlage fertig. So, dann bist du noch nicht im Hausnetz, kannst aber hier drüber bis 1000 Watt versorgen. Wobei 1000 Watt ja nicht pro Stunde ist, sondern maximal 1000. Da muss man eben vorsichtig sein, weil AH ist was anderes als Watt. Amperestunden ist was anderes als Watt. So, das heißt also maximal 1000 Watt werden rauszuholen. Die Solarpanels können 400 Watt reinpowern. Also kannst du quasi roundabout sagen, der muss zweieinhalb Stunden, Sonne muss da reinknallen, damit ich dann eine Stunde 1000 Watt rausziehen kann. So könnte man es auch sagen. So, um es nur mal vom Verständnis her klar zu machen. Mir ging es aber nicht darum, auch die 1000 Watt. Ich brauche im Leben keine 1000 Watt für die ganzen Ladegeräte. Im Leben nicht. Aber ich fand es halt schade, dass ich sage, okay, dann kann ich ja nicht laden. Dann habe ich die ganze Power ja verbraten. Das muss nicht sein. Wie kann ich das machen? Ich bräuchte zusätzlich also quasi eine Einspeisung. So, und jetzt darfst du natürlich das nicht einspeisen. Ist ja logisch. Aber wie gesagt, ich bin über die Seite gestolpert und ich zeig dir die jetzt hier mal. Steht der Name auch drauf. Kannst du selber mal einen Link aufrufen. Die Seite, die mir gezeigt haben, habe ich ja jetzt hier ein Inselkraftwerk, also vom Laderegler aus zum Batterie, zum Solarakku hin zum Wechselrichter ist eine Inselanlage. Wenn ich jetzt aber parallel an die Batterien ein Smart Protect anschalte, ja, der schützt quasi die Batterie vor Tiefentladungen und ich kann halt genau einstellen, wie weit er lädt oder nicht, dann gehe ich von diesem Smart Protect in einem DC-DC-Konverter, damit die Spannung auch 200% immer genau auf 24 Volt ist. Also ich habe zwei Batterien ja parallel geschaltet. Der liefert dann immer 24 Volt und damit wiederum kann ich dann einen Wechselrichter betreiben,
der einspeisen kann. Das heißt, ich habe, der macht jetzt nur 400 Watt maximal, reicht mir auch dicke. Also das heißt, im Normalfall könnte ich jetzt, wenn ich das den Inselstrang nicht brauche, könnte ich die 400 Watt, die Solarpanels liefern, sozusagen quasi permanent einspeisen. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Tipp, den Christian Kuhlmann mir als unter dem Video drunter geschrieben hat, als Kommentar. Vielen Dank nochmal, Christian. Und zwar könnte man theoretisch ja hingehen, kann seine großen Maschinen, weil 400 Watt brauche ich tagsüber nicht, wenn ich nicht da bin. Ne? Wenn eben meine Frau ist fast immer zu Hause, aber trotzdem, wir verbraten über den Tag eben nicht diese ganzen 400 Watt permanent, sondern es gibt halt Stoßzeiten. Und in Stoßzeiten hast du immer mal eben 1000 Watt, 2000, 3000 Watt. Woran liegt das? Du hast eine Waschmaschine, die unheimlich viel Power zieht. Du hast eine, was weiß ich, einen Trockner, Gefrierschrank, die alle über diese Wattzahl in Stoßzeiten hinausgehen. So, und was ich von dieser Idee von Christian wirklich richtig toll finde und fand, ist die Idee zu sagen, okay, diese ganzen Geräte fressen zwar so viel Power, aber meine Idee ist ja auch, ich muss ja nicht immer hingehen und muss alles aufrüsten, weil ich war schon beim NATO-Doppelbeschluss gegen das Aufrüsten. Und abrüsten finde ich besser. Also geht man einfach hin und sorgt dafür, dass die Maschinen nicht so viel Strom ziehen können. Sein Video verlinke ich dir hier nochmal. So, da gibt es halt einfach einen Tipp, einen Laderegler, einen Lastregler in die Maschinen einzubauen. Waschmaschine, die normalerweise fürs Heizen, weiß ich nicht, was schluckt die? 1000 Watt, 2000, 3000 Watt, keine Ahnung. Kann ich ja nachmessen. Ich habe jetzt so ein Gerät, mit dem ich auch Verbrauch messen kann für die einzelnen Geräte. Und dann packst du dann Poti rein und dann stellst du es einmal über das Messgerät ein, wie viel, dass der nur meinetwegen 100, 150 Watt, maximal 200 Watt verbrät. Und dann kannst du dir Skala am Gehäuse dran packen mit einem wasserfesten Edding und dann. Wenn das Poti da steht, hat er 100 Watt, wenn da 200, 300. Und dann stellst du so ein, dass der nur die 200 Watt braucht. Also jeder, der jetzt Angst hat, es geht nicht. Wie gesagt, ich bin gelernter Fernsehtechniker. Nein, die Geräte gehen dadurch nicht kaputt. Ein normaler, gewöhnlicher, herkömmlicher, uralter Fernseher würde wahrscheinlich nicht laufen wegen Schaltnetzteile. Aber so viel Computer ist an der Waschmaschine und an Trockner und am Kühlschrank etc. nicht dran. Das heißt, wenn du da die Last runterdrehst, dann ist ja nur die Last, ist ja nicht die Spannung und nicht die Ampere. Also der kriegt ja seine Leistung, um den Computer zu versorgen. Der kriegt ja seine Leistung, um den Motor zum Drehen zu bringen. Alles, das Einzige, was er nicht kriegt, ist auf einen Schlag die Leistung, um die Heizung so hoch zu treiben. In der Regel haben die Maschinen einen Sensor drin und messen dann, wie warm ist das Wasser, wie heiß ist das Wasser. Und dann pumpen die, heizen die so weit auf, bis sie auf die Temperatur kommen. Und wenn er 2000 Watt reinjagt, dann ist das nach 10 Minuten auf der Temperatur, wo er sein muss. Wenn ich das jetzt drossel auf 200 Watt, dann brauche ich vielleicht 6 Stunden. Das ist zwar blöd, aber auf der anderen Seite, ja, das sind dann 6 Stunden, wo ich komplett meinen Solarstrom genutzt habe. Ich habe dann nichts aus dem Haus genutzt. Und die Idee finde ich richtig klasse, die sollte sich wirklich rumsprechen. Weil, wie gesagt, ich bin Freund davon, zu reduzieren. Alles reden sie immer nur von größer. Ich muss größere Solarkraftwerke haben. Ich muss fettere Autos haben mit mehr Kilowattstunden. Und dann treibe ich den Verbrauch ja noch mehr in die Höhe. Aus meiner Ansicht müssen wir reduzieren. Also Verbrauch runter. Und das zu regeln von Hand, finde ich, ist schon mal eine ganz gute Idee. Ja, dann gehen wir mal rüber zum Bauen. Ich habe jetzt mal... Moment. Es gibt's im nächsten Video. Also solltest du jetzt einfach mal Kanal abonnieren, Glocke läuten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Okay? Ciao.